Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Max Payne Teil 3. Wir sind in Sao Paulo und gehen jetzt der Vermutung nach, dass Passos was damit zu tun hatte und ich ein reiner Sündenbock war. Hat sich einfach nur irgendeinen abgehalfterten Kopf gesucht, der halt sehr wahrscheinlich sowieso bald Selbstmord begangen hätte. Und ja, jetzt bin ich stinksauer und will mal rausfinden, was hier in diesem komischen Hotel vor sich geht. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? Genau. I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Und die Frage ist halt, was in diesem komischen Hotel vor sich geht, weil jede Menge Bewaffnete hier reingehen wohl, meint halt dieser Cop, aber es kommt niemand mehr raus. Wollen wir uns jetzt mal anschauen. Okay, ich würde sagen, wir gehen erst hier rein. Wir haben 2 Painkiller bei uns und 20 Schuss. Und wir sollten lautlos agieren. Es versuchen. Schauen, wie das hinkommt. Wir haben ja einen Schalldämpfer selbst gebastelt dran. Aber sehr wahrscheinlich geht das gar nicht und ich muss direkt wieder volle Möhre drauf. I hadn't slept in days. I needed Ufe. Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence. But I'd written off too many of those already. Okay, da kann man nicht rein. Können wir das aufschießen? Nein, können wir nicht. The Imperial Palace Hotel was a 5-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Maybe the service would be better upstairs. Okay. Jetzt denken wir mal weiter, obwohl ich denke, dass das gar nichts bringt und ich einfach alle niederfegen muss. Mesma coisa. Quê? Você não tá fazendo nada, tô fazendo tudo sozinho. Como é que eu não tô pegando nada, rapaz? Tô trabalhando aqui, ficando de olho e tô escutando você reclamar. Ó, ó. Porra! Wieso ging mein Slow-Mo nicht? Ich habe Slow-Mo gedrückt. So ein Murks. Hatte gehofft im Slow-Mo. Das kapier schon. So, stampfen uns jetzt alle Waffen und fegen alles nieder. Das hat bisher immer am besten geklappt. Granatenwerfer, ja gut, sowas brauchen wir glaube ich nicht. Eine Pistole. Direção!
Okay, da ist schon mal nichts. Ja, Mist, Kerl. Na komm, zeig nochmal dein Köpflein. Dankeschön. Raum abchecken. Nichts mehr da. Und weiter geht's. Wahrscheinlich von der Nachbarseite. Oh, schön. Was feiert hier? Die Tür ist zu. Das hat mich jetzt wieder ein Painkiller gekostet. Mistkerl. Nicht passieren dürfen. Naja, einen haben wir ja noch zum Notfall. Okay, hier ist eine neue fette Shotgun. Sieht aus wie Zusatzmagazin, Schnellfeuer-Shotgun vielleicht. Aber da hier recht große Entfernungen sind, ist jetzt die Frage. Ne, muss dann nachladen. Okay. Ich dachte, er feuert die schnell hintereinander, so Moshback-like. De Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. Okay,
weiter nach links rennen. Bam! Und das Teil noch in die Luft geflogen. Was haben wir denn hier? Das sieht nach einer fetten Wumme aus. Where those bastards were going, they would need medication. Schuss ist ordentlich, ohne nachzuladen. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Ufei, that deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. Da Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get them out of here. Go. Go. Wait. I said get. Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Whatever hell this was, Körperhandel oder sent sowas? Me into. I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would. But I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Okay, die muss ich kalt machen und ich habe nur noch die Pistole. Verstehe. Ach, wie gut, dass hier so eine Waffe liegt. Und mach mal die Tür auf und los geht's. Oh Gott, hoffentlich werfen die keine Handgranaten. Auf jeden Fall sind sie zu weit weg für meine... So, erstmal ein paar Pillchen rein. Frage, das MG. Ich konnte diese neue Waffe jetzt gar nicht austesten. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie direkt weg war. Oh, shit, shit. Ich renn einfach weiter, knall ihn ab. Und lass das Teil irgendwo da hinten in die Luft gehen. Okay, die haben die alle hier. Also wechseln wir. Damit wir wenigstens Muni haben. Oh, was hast du denn hier Schönes? Bei der würde ich sagen.
Keiner mehr da? Sieht ganz so aus. Okay. Schauen wir uns die an. Das ist eine halbautomatische Shotgun-artig. Bleiben wir doch bei der. Was? Wo? Und wo? Richtig viel Schutz habe ich hier nicht. Stürmen wir mal rein. This was hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. Das sieht so ein bisschen MP5K-like aus. Können wir mal austesten. Ja, ist recht schnell. Aber ich glaube, wir bleiben bei der. You can't unsee something, but you can dull the effect. Bei so viel Schmerzmittel wäre ich eigentlich schon 10-mal tot, aber macht ja nichts. Time to see what fresh hell awaited me upstairs. Ah. Ja, sieht ganz so aus. How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research, please. Caralho! Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Não, não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. Tja, Payback Time. For all Serrano owed me, he paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Even I could guess what Demo Lisao meant. That building was condemned in more ways than one. So, machen wir hier nochmal einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.